Sag mal, warum kommst du nicht nach Havanna? Er schreibt bessere Dialoge als irgendjemand sonst heutzutage auf Englisch. Für mich ist er ein Kerl, der besessen ist, die Rolle des Ernest Hemingway zu spielen. Ich glaube, er liebt mich. Die Stierkampfarena ist der einzige noch verbliebene Ort, an dem sich Mut und Können zu Erfolg verbinden. Ich benutze das Schreiben, um mich von Erinnerungen zu befreien. Ich arbeite gern. Letztlich ist das das Einzige, was mich nicht langweilt, demoralisiert oder mit Zweifeln erfüllt. Um glücklich zu sein, muss ich schreiben. Ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. Aber es ist eine teuflische Krankheit, damit geboren zu werden. Mir macht es Spaß, was noch schlimmer ist. Denn dadurch wird es von einer Krankheit zu einem Laster. Obendrein will ich es besser machen als jeder andere je zuvor und dadurch wird es zu einer Manie. Eine Manie ist etwas Furchtbares. Oh ja, ich vergaß etwas. Ich habe eine Ambition. At first, the shells went over. Then, you heard them fluttering toward you. They hit and was wroth like a granite thunder. Marty, ich hoffe, ich langweile dich nicht mit solch blöden Briefen. In Wahrheit führen wir hier ein fröhliches und glückliches Leben. Voller Toter, deutschen Beuteguts, mit viel Schießerei, viel Kampf. Als ich beispielsweise als junger Mann im Krieg in Italien war, hatte ich große Angst. In Spanien hatte ich nach ein paar Wochen keine Angst und war sehr glücklich. Schließlich wurde er dann doch richtig und endgültig verwundet. Keine seiner anderen Verwundungen hatte ihm je etwas Ähnliches angehabt wie diese erste große. Wahrscheinlich war es einfach der Verlust der Unsterblichkeit, dachte er. Na, irgendwie verliert man ja damit eine ganze Menge. Ich möchte nichts als ein Schriftsteller sein und als solcher beurteilt werden.